Einen schönen guten Morgen allen zusammen an den Bildschirmen, hinten im Speisesaal, die Gruppe, die noch da ist und bei uns im Hause zu Gast war die letzten Tage und natürlich der Bibelheim-Gemeinde selbst. Die, die den Zugang haben zu der Themenübersicht in Church Tools in unserem Übersichtsprogramm, die haben vielleicht so manche Frage gestellt, als da das Thema stand, der Traum vom Fliegen. Ist ungewöhnlich oder wie man heute so neudeutsch gerne sagt, ein spannendes Thema. Der Traum ist schon mal spannend, der Traum vom Fliegen erst recht. Das Wort spannend ist bei uns so ein Modebegriff geworden, wird oft gebraucht. Ich höre das alle Nase lang. Oh, das ist aber spannend, aber das kann viel bedeuten, wenn einer diesen Ausdruck mal. Das ist so ähnlich, wie wenn man irgendwo beim Essen eingeladen ist und es schmeckt einem nicht und man sagt, es schmeckt aber interessant. Das ist dann auch ähnlich, dass man so den Ausdruck erstmal füllen muss. Die einen meinen mit spannend eben tatsächlich, das ist sehr interessant, das ist wichtig, aber andere meinen mit spannend eben auch, das ist aber äußerst umstritten. Oder das ist eine zweischneidige Geschichte. Denn spannend hat ja nun mal damit zu tun, dass man zwischen mindestens zwei Polen ein Faden, ein Seil oder irgendetwas anderes ausspannt, dass es da so zwei Verankerungspunkte gibt, die einander gegenüber sind und dazwischen ist etwas, das eben jetzt die Sache spannend sein lässt. Hier zum Beispiel eine Wäscheleine. Es gibt spannende Dinge in der Bibel. Wer sich mit der Bibel befasst, der taucht in spannende Dinge ein. Da gibt es zum Beispiel auf der einen Seite, manche kennen das noch, das schöne Wort aus dem Jesaja und aus dem Micha, das taucht zweimal auf und wurde gewissermaßen auch von der Friedensbewegung, gerade auch in der ehemaligen DDR verwendet, Schwerter zu Pflugscharen. Das ist ein Bibelzitat. Schwerter zu Pflugscharen. Das alleine ist noch nicht spannend, sondern spannend ist, wenn man dann im Joel lesen kann, macht aus euren Pflugscharen Schwerter und aus euren Sicheln Spieße. Der Schwache spreche, ich bin stark. Das ist ja gerade das Gegenteil. In Jesaja steht, aus Schwertern Pflugscharen zu machen und aus Spießen Sicheln. Und hier ist gerade umgekehrt. Bei Joel steht gerade umgekehrt die Aufforderung. Je nachdem, welchen Propheten man zitiert, kommt man zu ganz anderen Schlussfolgerungen. Ähnliches, Suche der Stadt Bestes, das kennen wir alle. Ich bin Stadtmissionar gewesen, das ist eins der Hauptworte, die man lernen muss als Stadtmissionar. Suche der Stadt Bestes und betet für sie. Das kennen wir, also ich bin in einem Umfeld, das will von Gott eigentlich nichts wissen, ein heidnisches Umfeld, aber ich laufe nicht einfach weg, ich bin da drin, ich existiere da drin und da drin suche ich der Stadt Bestes, so wie Israel im Exil der Stadt Bestes suchte und betete. Aber es gibt eben auch dieses Wort in der Bibel. Weicht aus von dort, rührt nichts Unreines an, geht weg aus ihrer Mitte, reinigt euch, die ihr des Herrn Geräte tragt. Hallo? Da ist nichts von bleiben. Da ist Weggehen angezeigt. Und in der Offenbarung ist das aufgegriffen, von dieser großen Stadt, deren Gericht gekommen ist, und ich hörte eine andere Stimme vom Himmel, die sprach, geht hinaus aus ihr, mein Volk, dass ihr nicht teilhabt an ihren Sünden und hinaus aus ihren Plagen, damit ihr sie nicht empfangt. Ja, was jetzt? Spannendes Thema. Suche der Stadt Bestes, bleibt da drin, betet für sie, wenn's euch gut geht, geht es ihr auch gut und raus, weg. Beides in derselben Bibel. Ist also sehr, sehr spannend. Manche kennt vielleicht das auch aus dem fünften Buch Mose. Gedenkt der vorigen Zeiten. Denkt mal zurück. Gedenkt der vorigen Zeiten und habt Acht auf die Jahre von Geschlecht zu Geschlecht. Jetzt haltet mal inne und denkt mal an die Geschichte. Denkt mal zurück, was da in vorigen Zeiten war. Tolles Wort aus dem fünften Buch Mose. Dann lese ich in Jesaja 43, gedenkt nicht an das Frühere und achtet nicht auf das Vorige. Denn siehe, ich will ein Neues schaffen. Jetzt wächst es auf, erkennt ihr es denn nicht?
Spannend, oder? Einmal steht dieses Wort, dass man auf das Vorige achten soll, und ein Propheten steht auf einmal das Wort, dass man es nicht soll. Nicht auf das Vorige achten, nicht an das Frühere denken, sondern jetzt kommt was vollkommen Neues. Spannend. Die Bibel ist sehr, sehr spannend. Ein spannendes Buch. Eine spannende Bibliothek. Und zum Thema Träumen, der Traum vom Fliegen, sehr spannend, wenn man die Bibel aufschlägt. Da gibt es nämlich ein positives und ein negatives Vorzeichen. Das negative Vorzeichen findet man bei Jeremia. Ein Prophet, der Träume hat, der erzähle seine Träume. Wer aber mein Wort hat, der predige mein Wort recht. Wie reimen sich Stroh und Weizen zusammen, spricht der Herr. Das ist eine sehr deutliche, negative Betonung des Themas Traum. Also Träume und Gottes Wort, da fallen die Träume also wirklich durchs Raster durch. Wer Träume hat, der soll seine Träume erzählen. Träume sind Schäume, würde Jeremia sagen. Aber wer Gottes Wort hat, der predige Gottes Wort recht. Und jetzt steht heute über der Predigt der Traum vom Fliegen. Und dann lese ich im Joel: Nach diesem will ich meinen Geist ausgießen auf alles Fleisch, und eure Söhne und Töchter sollen weissagen, eure Alten sollen Träume haben und eure Jünglinge sollen Gesichte sehen. Das ist positiv gewertet. Da sind Träume auf einmal ein Geschenk des Heiligen Geistes, den Gott schenken wird. Die Alten werden Träume haben. Die Jungen werden Visionen haben. Gar nicht negativ, sondern sehr, sehr positiv belegt. Also, wir haben ein spannendes Thema vor. Und wenn man solche spannenden Themen angeht, dann ist das tatsächlich so ein bisschen ein Gang auf dem Hochseil. Ich weiß nicht, ob ich mir das trauen würde, aber es gibt Leute, die trauen sich das, was ihr hier seht. Die haben ein Hochseil da gespannt zwischen zwei Berggipfeln und laufen also gewissermaßen, indem hunderte Meter unter ihnen sind, auf diesem Seil entlang und kriegen das hin. Wenn man ein spannendes Thema angeht, wie das Thema Traum und Traum vom Fliegen, dann kann man ja böse abstürzen. Und es könnten Leute sitzen, die sagen, was willst du uns von deinen Träumen erzählen? Du kennst doch nicht Jeremia. Ja, sage ich, kenne Jeremia, ich kenne den Joel auch. Ich kenne beide. Das Wort, das uns heute beschäftigt, ist das Entscheidende. Aber die auf den Herrn harren, kriegen neue Kraft, dass sie auffahren mit Flügeln wie Adler. Der Traum vom Fliegen hat eine Wortgründung. Die auf den Herrn harren, kriegen neue Kraft, dass sie auffahren mit Flügeln wie Adler. Es geht uns um dieses Wort, und obwohl es uns um dieses Wort geht, erlaube ich mir tatsächlich zu Anfang einmal von einem Traum zu erzählen, den ich gehabt habe. Schon eine geraume Zeit her, aber es war ein wunderschöner Traum. Der war so schön, dass ich gar nicht aufhören wollte. Was haben wir da? Jesaja 40, da ist die 3 hingerutscht von 31 rüber. Wer es also aufschreibt, korrigiere bitte. Das ist Jesaja 40, 31. Hier steht 43, da wird man es dann nicht finden. Danke dir. Das sind die aufmerksamen Bibelleser bei uns hier in der Bibelheimgemeinde. Die haben da schon mal gleich nachgeschlagen. Super, finde ich gut. Also, aber korrigiert's bitte. 40, 31. Aber die auf den Herrn harren, kriegen neue Kraft. Jetzt erzähle ich euch von dem Traum, den ich gehabt habe vor einiger Zeit. Es war ein so wunderschöner Traum, dass ich nicht aufwachen wollte. So schön war er. Es gibt ja Träume, da ist man froh, wenn man aufwacht und merkt, dass es nur ein Traum war. Aber bei dem wollte ich eigentlich nicht aufwachen. Ich konnte fliegen. In diesem Traum konnte ich fliegen. Und zwar nicht so. Nicht mit angeklebten Flügeln, auch nicht so, nicht mit irgendwelchen Gleit- und Fallschirmen, das ist ja auch was Schönes, auch nicht so, das möchte ich gerne nochmal machen mit einem Heißluftballon,
Meine Frau sagt immer, Vorsicht, Vorsicht, aber ich sage, das müssen wir zwei eigentlich nochmal machen, mit so einem Heißluftballon fliegen. Das war aber nicht so, es war auch nicht so. Das finde ich manchmal schön, wenn ich im Stau bin, träume ich von so einem Ding. Und auch nicht so. Auch nicht mit einem Raketenantrieb als Attraktion auf irgendeinem Jahrmarkt, sondern ich konnte einfach fliegen ohne irgendwelche Hilfsmittel. Einfach fliegen. So war der Traum. Und er war wunderschön. Ich brauchte mich nur zu strecken und konnte mich erheben über Wiesen und Felder und Wälder und konnte runterschauen und konnte wieder weiter mich strecken und weiter nach oben schweben. So war der Traum. Was für ein schöner Traum. Der Traum vom Fliegen. Mit den technischen Hilfsmitteln haben das ja viele probiert. Das ist ja schon ganz alt. Die Griechen, die hatten da schon einen griechischen Mythos gehabt von Ikarus. Den kennt man, ne? Ikarus, der eben fliegen wollte und der mit Wachs sich dann eben auch Flügel um die Arme gemacht hat und dann zu nah an die Sonne geflogen ist und abgestürzt hat. Das hat später Otto Lilienthal in anderer Form versucht zu fliegen, ist auch abgestürzt. Das hat der Zeppelin von Hindenburg versucht, ist in Flammen aufgegangen. Es gab wahnsinnig tolle Fluggeräte, die Concorde mit schrecklichen Unfällen oder die Boeing 777, auch fürchterliche Unfälle. Und wer kann sich nicht erinnern an diese Schrecklichkeiten, in denen Flugzeuge umfunktioniert wurden als Mittel für den Terror? Wie kann man denn ohne Hilfsmittel fliegen? Wollte man das so tun mit ausgestreckten Armen, dann müsste man 60 bis 80 Mal in der Sekunde die Arme 50 Zentimeter rauf und runter bewegen. Versuchen Sie das mal. Und um in der Luft zu bleiben, müssten wir 120 Mal in der Sekunde die Arme hoch und runter bewegen. Das wäre fürchterlich und fürchterlich anstrengend. Das wäre überhaupt kein schöner Traum. Das wäre etwas, aus dem man schnell erwachen möchte. In meinem Traum war es anders. Ich konnte fliegen und würde man ein Lied dazu abspielen lassen, in meinem Traum war kein Lied, aber würde man ein Lied dazu abspielen lassen, dann gäbe es vielleicht so eins von Reinhard May. Vielleicht kennt ihn einer, ein Liedermacher, ein deutscher Liedermacher, der ein Lied geschrieben hat, das weltbekannt wurde, über den Wolken. Und als ich das erste Mal im Flieger war, habe ich mich sofort an dieses Lied auch erinnert. Und vor allen Dingen, als wir 11 Stunden geflogen sind, als wir einen Missionsbesuch in Ecuador machten mit meiner Frau zusammen, habe ich mir das auch immer wieder innerlich aufklingen lassen. Es ist so. Über den Wolken singt Reinhard May. Über den Wolken muss die Freiheit wohl grenzenlos sein. Alle Ängste, alle Sorgen blieben darunter verborgen, sagt man. Und dann? Würde, was uns groß und wichtig erscheint, plötzlich nichtig und klein. Hat er nicht recht? Er ist nicht als christlicher Missionar unterwegs, das ist ein einfacher, säkularer Liedermacher, der Reinhard May. Da ist dann manches auf einmal so klein. Über den Wolken zu sein, die Schwerkraft zu überwinden, sich wie ein Vogel in die Lüfte schwingen. Der Traum vom Fliegen ist so ein uralter Menschheitstraum. Physikalisch würde es bedeuten, stärker zu sein als die Schwerkraft. Und ich sage geistlich, was heißt es denn geistlich?
dass ich das hinter mir lasse, was mich nach unten zieht. Dass ich das überwinde, was mich bedrückt und was mich einschränkt in meinem Leben. Was mir gegen meinen Willen überall Grenzen setzt in unserer Zeit, du meine Güte. Was für Grenzen auf einmal, an die wir überall stoßen. Was mit Macht und Gewalt von außen mich zu beherrschen versucht. Gibt es das mitten in einer freien Gesellschaft? Ja, wir merken es, das gibt es. Was mit Trieben und mit Ängsten mich innerlich in Beschlag nimmt. Wie viele Menschen sind innerlich in Beschlag genommen, erschüttert. Und viele Jugendliche, die in Psychiatrien eingeliefert werden, weil sie keine Lust am Leben mehr haben. Ist der Traum vom Fliegen wirklich sowas Nebensächliches? Sowas für Leute, die irgendeine Nebensache in dieser Welt zur Hauptsache machen? Geistlich gesehen geht es darum, wie kann ich denn das überwinden, was mir Angst macht, was mich von außen reglementiert, was mir das Leben vergällt, was mich bedrückt und nach unten drückt, depressiv macht, was mich nach unten zieht, ins Dunkle hinein. Wie wunderschön wäre das doch, wenn man sich erheben könnte über alle Sorgen und über alle Kämpfe und über alles Versagen. Ja, über die eigene quälende Schuld. Kann man sich da erheben darüber? Fliegen? Oder klebt die Schuld meines Lebens so an mir, dass sie wie die fürchterliche Schwerkraft mich am Boden festhält oder sogar noch in den Abgrund zieht? Wie wär's, wenn man fliegen könnte? Irgendwie scheint es in dieser Richtung des Fliegenkönnens Erfahrungen gegeben zu haben. Das war für mich erstaunlich, als ich von diesem Mann hörte. Ein Franziskanermönch, der hatte den Namen der fliegende Frater. Lateinischer Ausdruck für Bruder. Der fliegende Bruder. Er lebte 1603 bis 1663 in Italien. Der fliegende Frater Giuseppe Desa lebte in Cupertino. Und der soll mehrere Male vom Boden abgehoben sein. Und das hätten Leute bezeugt und hätten Leute gesehen. Unter anderem König Johann II. Kasimir und Prinzessin Maria von Savoyen haben eidesstattlich erklärt, dass sie diesen Frater haben fliegen sehen. Ein sonderbarer Heiliger, denkt man. Und deswegen ist er in der katholischen Kirche zum Schutzpatron der Flieger erklärt worden. Wenn man den Giuseppe Desa gefragt hätte, bist du frei, weil du fliegen kannst, dann hätte er wahrscheinlich den Satz umgedreht. Nicht weil ich fliege, bin ich frei, sondern weil ich frei bin, fliege ich. Wenn ich heute vom Fliegen spreche, dann spreche ich geistlich davon und dann spreche ich von dem, was Gott in unser Leben hineingibt. Es gibt Träume, die eine Ahnung schenken von dem, was Gott mit uns vorhat. Der Traum von wahrer Freiheit gehört dazu. Der Traum von einem Fliegen im letzten, vollkommenen Sinn, die Schwerkraft, die geistlich mich nach unten zieht, zu überwinden und in einer grenzenlosen Freiheit zu sein. Frei im tiefsten Sinne ist nur Gott selbst. Wir alle miteinander sind im tiefsten Sinne nicht frei. Aber Gott ist frei. Keine Bedürfnisse,
keine Notwendigkeiten, keine Verpflichtungen, keine Zwänge, keine Beschränkungen, keine Bedingtheiten, die ihm die Freiheit einschränken. Paulus hat das einmal den Heiden erzählt, als er seine ersten Predigten unter Heiden hielt. Da hat er gesagt, der Gott, von dem ich euch erzähle, braucht nichts von euch. Er braucht nichts von euch. Er hat nichts nötig. Aber jeder von euch hat ihn nötig. Und den Ton möchte ich euch heute weitergeben von Paulus. Er braucht nichts von uns. Wir können ihm nichts geben, aber wir brauchen ihn dringend. Du wirst keine Freiheit finden und du wirst geistlich nie fliegen ohne ihn. Gott hat niemand und nichts nötig, keine Kapelle, keine Kirche, keine Kathedrale, keine Opfer. Er hat's nicht nötig, aber wir brauchen ihn. Gott ist grenzenlos frei und die Botschaft der Bibel ist, in dieser grenzenlosen Freiheit ist Gott die Liebe, der dich liebt. Verstehst du das? Aus Freiheit liebt er dich, nicht weil irgendein Grund bei dir zu finden ist. Nicht weil du ihm irgendetwas gegeben hast. Du gibst ihm was und er gibt dir dafür seine Liebe. Nein, so ist es nicht. In seiner grenzenlosen Freiheit liebt er dich. Das ist das Wunder des Evangeliums. Gott muss nicht. Er liebt in Freiheit. Er muss nicht seinen Sohn geben. Er gibt ihn in Freiheit. In dieser liebenden Freiheit hat er die Welt geschaffen und dich geschaffen und in dieser liebenden Freiheit hat er sich den Menschen zugewandt. Und das, was fliegen heißt, geistlich heißt, jetzt ruft er dich in das Kraftfeld seiner Freiheit und Liebe hinein. Das ist das, was Gott dir in Jesus Christus anbietet. Du darfst in das Kraftfeld seiner Liebe und in das Kraftfeld seiner Freiheit eintreten. Er nimmt dich in seine Freiheit und Liebe auf. Willst du wissen, worauf du im Innersten angelegt bist und worauf dein Herz ausgerichtet ist? Das ist der grenzenlose Traum von grenzenloser Freiheit. Und diese grenzenlose Freiheit findest du allein in Gottes grenzenloser Liebe, nirgendwo sonst. Nirgendwo sonst. Nirgendwo wirst du die Auftriebskraft finden, die dich noch über deine Schuld und deine Sünde erhebt. Nirgendwo wirst du die Auftriebskraft finden, die dich über deine Sorgen und die Ängste der Dinge in dieser Welt erheben kann. Nirgendwo sonst als allein in seiner grenzenlosen Liebe. Das rumort in jedem Menschen. Das rumort auch in denen, die gegen Gott revoltieren. Das ist in jedem Menschen da, tief innen drin sehnt er sich danach, nach dieser Freiheit. Es hat mich gewundert, dass ein anderer deutscher Sänger, ich erlaube mir zwei Sänger hier zu zitieren, die nicht zu dem christlichen Welt gehören. Der eine war der Reinhard May, der andere ist der Peter Maffay. Der Peter Maffay hat ein Lied geschrieben, das stand auch mit dem Titel in unseren Gesangbüchern, Freiheit, die ich meine. Die älteren Geschwister kennen das noch. Aber sein Lied, Freiheit, die ich meine, geht anders. Aber es ist doch sehr nachdenkenswert. Jetzt sagt der Peter Maffay, man stelle sich vor, denn wenn es irgendetwas gibt, für das es sich zu leben lohnt, ist, dass man etwas wirklich liebt. Gehen wir weg von hier. Hier gibt's nur ich statt wir.
nicht Gemeinsamkeit, nein, bloß Einsamkeit. Wer diese Ketten braucht, der landet auf dem Bauch, bevor er fliegen lernt. Die Ketten des Egoismus, die Ketten des Selbstbezugs. Und ich habe gedacht, Peter, ein Sätzchen ändere ich bei dir, Peter Maffay, und dann kann ich dein Lied gut gebrauchen. So müsste es heißen. Denn wenn es irgendetwas gibt, für das es sich zu leben lohnt, ist, dass man Gott wirklich liebt. Nicht nur irgendjemand liebt, nicht nur irgendetwas liebt, sondern den liebt, der mich zuerst geliebt hat. Wenn es etwas gibt, für das es sich zu leben lohnt, dann ist es, dass man Gott wirklich liebt. Mensch, ihr lieben alten Geschwister, die ihr kurz vor der Ewigkeit steht, da guckt ihr zurück auf 70, 80 Jahre Leben. Was ist das Entscheidende? Dass du Gott liebst. Und dass du den liebst, der dich liebt und dem begegnest, der dich liebt und mit Freuden auf dich wartet. Ein wunderbarer Philosoph hat einmal versucht, Freude zu erklären. Und er hat gesagt, Freude, das ist, wenn ein Liebender das empfängt, was er liebt. Verstehst du, warum Gott sich freut, wenn du ihm begegnest in der Ewigkeit? Ich werde mit Jauchzen über dich fröhlich sein, heißt es beim Zephania, von Gott. Weil er dich liebt, freut er sich, wenn du zu ihm kommst. Schon heute ist Freude im Himmel über einen, der sich der Liebe Gottes zuwendet und weiß, dass es irgendetwas gibt, für das es sich zu leben lohnt, nämlich, dass man Gott wirklich liebt. Die Liebe und die Freiheit in Gott ist das, was wir verloren haben und beständig suchen. Es ist nicht der verführerische Traum vom Fliegen. Versteht ihr, dass der Mensch ohne Gott fliegen will? Da gab es einen Verführer, der gesagt hat, ihr werdet frei sein von Gott und ihr werdet selber Gott sein und dann werdet ihr fliegen. Dann werdet ihr über alles Schwere erhaben sein. Wenn ihr von Gott frei seid, seid ihr selber Gott. Das ist ein böser Traum. Und aus diesem bösen Traum gibt es ein böses Erwachen. Der Griff nach der Freiheit ohne Gott endet nicht in der Freiheit, sondern in der tiefsten Unfreiheit. Das wird unsere Gesellschaft auch erfahren. Eine Freiheit, die wir uns selber machen, endet in der größten Unfreiheit. Eine Freiheit, die Gott beiseite schiebt. Es ist vielmehr die unentrinnbare Schwerkraft der Sünde und des Todes, die am Ende spürbar wird und die schrecklich nach unten zieht. Niemand von uns kann abheben und den Sog der Sünde und des Todes überwinden, ohne in der Freiheit der Liebe Gottes nach oben gezogen zu werden. Freiheit ist ohne Wahrheit nicht zu haben, hat Jesus gesagt, provokativ. Wen der Sohn frei macht, der ist recht frei. Die Wahrheit wird euch frei machen. Nur wer die Wahrheit findet, wird grenzenlos frei. Solange du der Lüge glaubst, ohne Gott grenzenlos frei sein zu können, solange wirst du grenzenlose Freiheit nicht erfahren. Erst mit der Wahrheit, dass du ihn wirklich brauchst, dass du diesen Heiland wirklich brauchst, wirst du auch die Freiheit, die dieser Heiland schenkt, erfahren. Du bleibst sonst ein Gefangener der Vergänglichkeit. Du meine Güte, was kämpfen wir jetzt im Moment, dass wir nicht krank werden und dass wir nicht sterben? Als sei dieses vergängliche Leben alles? Ich möchte auch leben.
Jeder von uns genießt es zu leben, alles verständlich, aber es ist doch nicht alles. Vergisst man das, dass Jesus einem, der geheilt worden ist, mal gesagt hat, dass er sich an Gott halten soll, damit ihm nicht Schlimmeres widerfahre? Das heißt, ich brauche diesen Heiland. Ich brauche die Freiheit, die Gott mir in Jesus Christus schenkt, für die Ewigkeit. Wer die Wahrheit erkennt, dass er in die Liebe Gottes zurückfinden muss, um wahre Freiheit zu finden, der erkennt es, was es mit Jesus auf sich hat. Versteht ihr? Sonst wissen wir gar nicht, was hat es denn mit diesem Jesus? Warum habt ihr denn hier lauter Jesus-Worte am Rand stehen? Warum habt ihr es denn immer mit diesem Jesus? Weil er der Zugang zur Liebe Gottes ist. Weil er der ist, der mich in diese Freiheit hineinführt und hineinnimmt. Niemand anders ist das, als er, in dem die Liebe Gottes Fleisch geworden ist und in diese Welt hineingekommen ist. Die wahre Freiheit trägt einen Namen, die Freiheit Gottes, und der ist Jesus. Deswegen steht hier Jesus. Jesus, unser Haupt, unser hoher Priester, unsere Erlösung, unsere Heiligung. Wie wunderbar, dass das hier immer dran steht. Und hier vorne müsste ganz groß stehen, Jesus Christus gestern, heute und derselbe auch in Ewigkeit. In Jesus Christus kommt uns die vollkommene Freiheit und die vollkommene Liebe Gottes nahe und nimmt uns in sich auf. Das möchte er, kommt und bleibt in mir. Ich bleib in euch und ihr in mir. In Jesus ist der Schöpfer der Welt ungezwungen, frei in diese Welt gekommen, um dir zu begegnen. Und dieses stümperhafte kleine Geschehen, dass ein einfacher, gebrechlicher Mensch hier vorne steht und ein paar Worte sagt, ist sein Versteck, hinter dem er ist, um dir zu sagen, ich liebe dich und ich warte auf dich. Ich möchte, dass du frei bist, richtig frei bist, nicht nur scheinbar frei bist, dass du frei bist mit Gott, dass du frei bist auch von deiner Schuld, dass du frei bist von den Sorgen und den Ängsten in dieser Welt. Ich möchte, dass du frei bist, frei in mir. Ich möchte dich aus der Verlorenheit, aus dem Tod, aus dem Verderben ins Leben ziehen. Steht ihr es, was es heißt? Aber die auf den Herrn harren, heißt, die ihre ganze Hoffnung auf Jesus setzen. Dass dieser Herr, die ihre ganze Hoffnung auf Jesus setzen, die kriegen neue Kraft, dass sie auffahren mit Flügeln wie Adler. Paul Gerhardt hat ein schönes Weihnachtslied geschrieben, das ich auch versucht habe, auswendig zu lernen. Ich muss es jetzt wieder nacharbeiten, weil ich schon wieder manche Strophe nicht mehr ganz zusammenkriege. Aber diese eine Strophe, die hat's mir im Hinblick auf das Thema von heute angetan. Fröhlich soll mein Herz springen. Das ist das Lied und da heißt es, ich will dich mit Fleiß bewahren. Ich will dir, Jesus, leben hier. Dir will ich hinfahren. Mit dir will ich endlich schweben, voller Freud, ohne Zeit, dort im anderen Leben. Das ist das Fliegen, um das es geht. Dieses Schweben, das ist endlich über all der Not und Krankheit und Tod und Schuld und Sorge und Negativität und Widrigkeit des Lebens mit meinem Herrn zusammen zu sein. Keine Schwerkraft mehr
die mich nach unten zieht. Der Traum vom Fliegen, von der Freiheit, von der Überwindung der Schwerkraft, der ist aber nicht nur eine Zukunftsmusik, wie man dann immer so böse sagt, für die, die eben jenseits vertröstet werden, Sonntag für Sonntag, sondern eine Erfahrung, die heute schon da ist. Jesus ist ein lebendiger Herr, der heute schon dir seine Hand entgegenstreckt. Mitten in eine Welt hinein, die so viel Schwerkraft an sich hat. Und uns allen ist sie gerade so bildhaft ins Gesicht geschrieben. Persönliche Nöte, belastende Lebensumstände, unbeherrschbare Krankheiten, sorgenbereitende Weltentwicklungen, nicht wieder gut zu machende Schuld, die ständige Angst vor dem Tod. Ja, so ist die Welt. Und da greift Jesus rein mit seiner Hand und sagt, halt dich an mich. Wisst ihr, gerade habe ich ein Bild eingepackt zu Hause. Ich bin mitten im Umzug. Ich lebe nur noch zwischen Kartons und leergeräumten Schränken und einem nicht mehr vorhandenen Bett. Auf dem Fußboden schlafen wir jetzt mit meiner Frau zusammen. Es hat sich alles verändert. Und jetzt sagt sie, das eine Bild, das musst du mitnehmen, das hing immer bei uns im Esszimmer. Und dieses Bild habe ich mitgenommen. Es ist das Bild von Sieger Köder, wie Jesus seine Hand ausstreckt dem sinkenden Petrus und wie der Petrus sich aus dem Wasser an diese Hand klammert. Und als ich das erste Mal dieses Bild gesehen habe, da wurde mir die Frage gestellt, fällt dir da was auf? Da sind zwei Hände, die sich an die Hand, die von oben kommt, klammern. Und wenn man genau hinschaut, das fällt einem erst bei dem Blick auf, wenn einen einer drauf aufmerksam macht, sind es zwei rechte Hände, nicht eine rechte und eine linke. Es ist nicht Petrus, der mit beiden Händen dort an der Hand Jesu klebt, sondern Sieger Köder wollte sagen, dieser Maler, da, wo der Petrus sich festgeklammert hat, da darfst du dich auch festklammern. Es ist deine Hand, die rechte Hand von Petrus ist das Vorbild für deine rechte Hand, dass du dich an den festhältst, der die Kraft hat, dich nach oben zu ziehen. Das ist die Erfahrung, die du heute schon machen kannst. Halt dich an diese Hand. Du reichst uns deine durchgrabene Hand, die so viel Treue an uns gewandt, dass wir beim Drandenken beschämt dastehen und unser Auge muss übergehen voll Lob und Dank. Wir beten miteinander. Dass es nicht nur irgendein altes Wort eines alten Propheten ist, sondern ein Wort, das über die Jahre und Jahrhunderte ein lebendiges Wort geblieben ist und heute uns sucht und nach uns greift, dafür danken wir dir. Die auf den Herrn harren, kriegen neue Kraft, dass sie auffahren mit Flügeln wie Adler. Danke, dass das nicht nur ein schöner Traum ist, der Schaum ist und wieder vergeht, sondern dass das Verheißung ist und Wirklichkeit ist. Und wir bitten dich, dass du uns dieses Vertrauen schenkst durch das Wirken deines Heiligen Geistes. Vater, du bist die Liebe selbst und das in Freiheit. Und du rufst uns hinein in deine Freiheit und deine Liebe, dass wir in Freiheit und Liebe dich und einander lieben können. Das ist das Wirken deines Geistes. Und du siehst die Menschen, die jetzt an den Bildschirmen oder hier in diesem Raum voll mit den Schwerkraftdingen sitzen. Alles, was an Angst und Sorge und Not sie nach unten zieht, was sie depressiv und gelähmt sein lässt. Und ich bitte dich, dass du zu ihnen kommst, sie ergreifst
und dass du sie erleben lässt, dass du die Kraft hast, die stärker ist als alle Schwerkraft dieser Welt. Lieber Vater, wir beten zu dir, wie uns dein Sohn beten gelehrt hat. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen, denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Wir singen ein Lied.